Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, lang ist's her, aber ich dachte mir, heute nehme ich euch mal mit. Denn heute ist der 2.5. Und heute ist Grace 2 Monate alt. Und zu dem besonderen Anlass, weil sie jetzt 2 Monate alt ist, okay, dann müsste ich hier jeden Monat was machen, lasse ich mir heute ein Tattoo stechen. Also nur ein kleines erstmal, aber sie bekommt noch ein größeres dann. Also ich bekomme ein größeres dann noch wegen ihr, aber erstmal nur ein kleines. Und ja, ich werde mich jetzt erstmal fertig machen. Und dann geht es erstmal auf die Bank, denn mein Online-Banking wurde gesperrt. Keine Ahnung warum. Und es ist immer ganz gut, wenn man am ersten das Konto sperrt, weil man kann ja auch so tolle Überweisungen machen, ne, seine Rechnung. Aber naja, auf jeden Fall mache ich mich jetzt mal fertig und dann geht es auf die Bank und dann zum Tattoo-Studio. Übrigens, wenn ihr euch fragt, wo meine Kleine ist, sie liegt gerade in ihrer Wippe. Der liegt morgens immer drinnen, weil sie immer geschaukelt noch werden will und wir uns aber dann fertig machen müssen. Und da haben wir eine gute Lösung gefunden. Für die, die gerne wissen wollen, was für eine Wippe wir haben die Serena 2 in 1. Das ist eher keine Wippe, sondern eher eine Schaukel. Aber sie liebt es total, weil sie will generell immer so geschuckelt und gerüttelt und geschaukelt werden. Gerade auch im Kinderwagen ist, muss immer Kopfsteinpflaster sein. Dann ist sie wirklich zufrieden oder schläft tief und fest. Und sie liebt es, in Maxi-Cosi hin und her genommen zu werden. Aber ich kann nicht den ganzen Tag mit dem Maxi-Cosi durch die Wohnung rennen. Ja, deswegen haben wir dann uns diese Schaukel geholt. Und das funktioniert auch blendend, also die liebt sie über alles und da schläft, macht sie auch meistens, schläft sie dann mittags auch noch mal kurz drinne. Klar, okay, so lange lasse ich sie jetzt auch nicht drinne, weil sie soll sich ja erstens auch dran gewöhnen, selber in den Schlaf zu finden, beziehungsweise gerade zu liegen. Und für den Rücken ist es natürlich auch nicht so gut, wenn sie da die ganze Zeit drin liegt. Aber ja, bevor jetzt hier gleich dann die über Mutis mich schreiben wieder, aber naja, so. Mir ein Tattoo stechen lasse, fand ich das dann doch besser. So, meine Lieben, also mein Outfit steht und jetzt suche ich Grace ihr Outfit raus. Ich stelle euch hier mal auf den Wickeltisch und dann gucke ich mal, was ich finde. Da steht ihr Outfit. Dann werde ich sie jetzt gleich mal umziehen. Also sie bekommt noch ihr Fläschchen, aber ich denke, ich gucke jetzt, ob sie wach ist. Ansonsten mache ich jetzt mal Fläschchen vorbereiten für unterwegs. Und ja, dann tue ich mal Fläschchen vorbereiten. Thank you.
So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig vom Tätowierer. Ich blende euch jetzt gleich nochmal ein, nicht so ein, wie man das richtig rum sieht, das Tattoo ein. Aber jetzt erstmal so. Das ist das Neue. Und da ist jetzt so ein durchsichtiges Pflaster drauf. Aber dazu erkläre ich euch später mehr, denn ich muss jetzt mich fertig machen, denn ich gehe jetzt gleich in den Sport. Und wie gesagt, ich blende euch dann nochmal ein Bild ein, wie das jetzt richtig aussieht. So, also ich bin jetzt auf dem Weg zum Bus. Dann geht es ab für mich in den Rückbildungskurs. Da geht eine Stunde. Jetzt ein paar random Facts about mein Tattoo. Ich war beim Living Lines in Steinheim. Vielleicht kennen das ja einige von euch. Auf jeden Fall ist der halt richtig gut. Ich habe jetzt halt 100 Euro für das Tattoo gezahlt, weil ich halt ein bisschen größer wollte. War beim Walk-In-Day drin. Und das hat mir die Clara gestochen. Und ja, also für die nämlich, die hier vielleicht irgendwo auch in der Nähe wohnen oder so und ein Tattoo haben möchten, kann ich euch nur empfehlen. Die sind auch super nett. Und ja, da seht ihr jetzt halt auch den vollständigen Namen von meiner Kleinen. Seht ihr jetzt halt, ich weiß, ich wollte ihn nicht benennen in YouTube. Werde ich auch nicht, das ist jetzt halt, ihr seht es halt, die Leute, die jetzt dieses Video sehen, wissen, wie sie halt vollständig heißt. Und ja, sonst werde ich sie trotzdem in den Videos immer nur Grace nennen. Und ja, also ich bin jetzt auf dem Weg zum Rückbildungskurs. Ich glaube, jetzt gehe ich das vierte oder fünfte Mal hin. Vierte Mal, glaube ich. Es sind insgesamt 10 Mal, jeden Mittwoch. Eine Stunde. Und ja, meine Mama, also die Oma, die passt dann auf meine Kleine auf. Und ja, dann würde ich mal sagen, macht's gut, Leute, und bis später. Ja, hi meine Lieben, ich bin jetzt fertig mit Sport und bin jetzt gerade auf dem Weg nach Hause zu meiner kleinen Maus. Ich vermisse die schon voll. Oh, das ist voll schlimm. Also Mama sein merkt man erst recht, wenn man sich freut, mal Zeit für sich zu haben. Aber dann, wenn man sie hat, dass man sein Kind vermisst. Ja, auf jeden Fall mache ich mich jetzt auf den Weg nach Hause und ja, dann heißt es erstmal kuscheln. So, meine Lieben, also Kuscheltime war nicht so wirklich, denn sie hat die ganze Zeit geschrien. Die hat heute irgendwie nicht so ihren guten Tag, aber muss auch mal sein. Auf jeden Fall habe ich aber, ich konnte sie ein wenig rumschleppen. Und dann sind wir nochmal einkaufen gefahren in Rossmann. Ich habe noch Pizza gegessen. Ich habe Pizza gegessen, deswegen ist mein Mund noch so verschmiert. Genau, sind wir noch in Rossmann gefahren. Ich habe noch ein bisschen Spielzeug für sie gekauft, weil sie ja jetzt immer aktiver wird. Babyschwimmwindeln, weil wir haben ja einen Whirlpool und jetzt soll das Wetter ja wieder besser werden. Und da wollen wir mal mit ihr rein, also ohne das Blubber natürlich. Und was wollte ich noch erzählen? Genau, habe ich noch Spielzeug geholt. Habe ihr ein U-Heft-Hülle geholt. Ich kann die euch mal zeigen. Einen Moment. Ich hole die mal gerade. Ihren Namen halte ich natürlich zu. Also zumindest den Nachnamen. Und zwar, so sieht die aus. Ist jetzt wahrscheinlich spiegelverkehrt, aber ist nicht schlimm. Ja, und dann zeige ich euch nochmal, was ich hier für Spielzeug noch geholt habe. Einmal hier so ein Elefant. Und so zwei Bücher, also diese Stoffbücher. Und ja, auf jeden Fall, genau, sie schläft gerade, ist die Semaxicosi eingeschlafen. Ich lasse die da jetzt erstmal schlafen, weil die hat irgendwie ganz schlecht den Schlaf gefunden heute. Ich schätze mal, dass, also sie ist ja jetzt heute, genau heute, 2 Monate alt und ich schätze mal, dass sie jetzt ihren Schub hat, weil in der 8. Woche haben die Babys ja meistens einen Schub und ich denke mal, den hat sie jetzt und ja, dann lasse ich sie auf jeden Fall schlafen und hole sie dann nicht raus aus ihrem Schlaf. Genau. Und was ich noch ankündigen wollte, und zwar, mich haben ja viele gefragt, was mit der Papa von der Kleinen ist. Und ich wollte das eigentlich hier erst rauslassen und so, aber dann habe ich mir gedacht, warum erzähle ich es nicht einfach? Ich bin ja jetzt mittlerweile so, dass ich alles irgendwie mit euch teile und ich auch richtig super süßes Feedback von vielen bekomme. Dankeschön für nochmal dafür und ja, ihr habt ja jetzt auch mitbekommen, was mit der Kleinen alles war und so. Und dann dachte ich mir, dann kann ich euch das ja auch erzählen. Und zwar, ich habe ein Buch geschrieben dazu. Kurz random about, und zwar, ich setze mich mal hin. Und zwar, dieses Buch wollte ich eigentlich ihm schenken, kurz vor der Geburt von unserer Tochter. Aber ihr werdet dann in dem Buch, wenn ich das vorlese, verstehen, warum ich es ihm nicht geschenkt habe, weil wir dann auch nicht mehr zusammen waren. Und ja, in dem Buch habe ich verfasst,
wie wir uns kennengelernt haben, wie ich schwanger geworden bin, was halt also vorher war, was dann in der Schwangerschaft war und wie es jetzt quasi geendet hat mit ihrem Papa. Und ich habe quasi in der Version von meiner Kleinen geschrieben, also ich nenne mich quasi der Mama und ihn Papa. Und ja, im Moment sie meckert gerade. Die hat nur geträumt. Und deswegen schreit sie. Die hat anscheinend einen schlechten Traum. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, genau. In dem Buch schreibe ich halt in der Perspektivform von ihr. Und hab's halt ihm, werde ich ihm das auch nicht geben. Aber dann dachte ich mir, also eine Freundin hat mich darauf aufmerksam gemacht, die hat sich das angehört auch. Und sie war der Meinung, dass das richtig traurig und schön geschrieben ist. Und warum ich das nicht auch mit euch teile. Und dann habe ich mir halt nach langem Überlegen dazu überlegt, dass ich wahrscheinlich eines der nächsten Videos wird dann sein, eine Lesestunde sozusagen, wo ich dann das Buch vorlese, was ich geschrieben habe. Und hier überall Tomatensauce hängen, echt schlimm, gell? Und werde euch das dann vorlesen. Und dann wisst ihr auch, was mit dem Papa von der Kleinen ist. Und ja, ist halt nochmal so ein Zusammenschnitt von allem sozusagen. Und ja, genau. Ja, eigentlich war es das auch schon, weil ich weiß gar nicht mehr, was ich heute noch alles filmen soll, weil jetzt ist eigentlich nur noch daheim gechillt und auf dem Balkon sitzen. Die Kleine wird auch wieder bald gefüttert. Und ja, falls ihr Fragen oder so habt, dann schreibt mich einfach an, stellt sie in den Kommentaren, ich beantworte sie euch liebend gern. Und ja, das war es denn eigentlich auch schon so von meinem Tag, auch wenn der jetzt um 5 Uhr endet für euch. Also 5 Uhr hier bei mir. Aber es wird jetzt nichts mehr Spannendes kommen, ansonsten schneide ich es in den nächsten Vlog mit rein. Da macht's gut und danke, dass ihr mir zugehört habt und zugeschaut habt und wir sehen uns.